Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Astroneer. Und dabei ist natürlich auch der Nexus. Hallihallo. Hallo Nexus. Hi. Ich wink ja, mir ein ab, ey. So, in der letzten Folge haben wir unser Habitat fertiggestellt. Ja, was der Nexus lieberweise schon mal runtergenommen hatte. Ja. In weiser Voraussicht. Na klar. Werde ich hier gleich mal auf unsere Raumfähre draufpacken. So. Ja, Forschung schon mal wieder fit. Ich habe mir natürlich auch die Zeit nicht genutzt, um mir Gedanken zu machen, was wir denn noch alles auf unserer Reise zum Mond brauchen könnten. Ja, ich sag mal so, wir haben Strom, wir haben... Wir haben Habitat, wir haben eine Plattform. Und wir haben noch 8-mal Platz. Also wir könnten jetzt, erstmal müssen wir sowieso unser Zeug hier wieder, ich muss erstmal mein Zeug, ja. Genau. Wo habe ich das denn überhaupt alles hingepackt? Das hier war auf jeden Fall meins. Und dieses Ding hier. So, und hier haben wir nochmal ein mittleres Lager, was wir mitnehmen könnten. Dann verlieren wir aber die 8 Platz. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, jetzt schon 8 Platz mitzunehmen, weil wir sowieso fast leer sind. Also ich bin noch fast leer. Da könnten wir doch rein theoretisch... warte mal, ein... Was ich nicht verkehrt fände, wäre tatsächlich ein... Fabrikator. Am Fabrikator, ja, das könnten wir natürlich gerne machen. Kann man mit einem kleinen... Haben wir einen kleinen Fabrikator? Ich glaube nicht, oder? Nee, wir haben gar keinen kleinen, glaube ich. So, das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Für einen kleinen Fabrikator brauche ich Gemisch. Haben wir denn noch irgendwo Gemisch übrig? Ich glaube nur noch ein einziges Mal und das war das, was wir... Nee. Ah, nee, da sind noch zwei. Wir haben noch mehr Gemisch. Ja. Ja, hier sind auch noch Gemisch, also ist genügend da. Ich stelle mal einen kleinen Fabrikator her. Mhm, mach das. Während du einen kleinen Fabrikator herstellst, muss ich mal eben kurz sagen, in der Folge 11 mit der Schubdüse habe ich einen super Kommentar gehabt von Charlie B. Die Schubdüse war doch mal eine geile Idee. Ja, mit der sich gedreht hat. Top. Ich liebe die Schubdüse ja immer noch. Also ja, es ist, ja, es war eine super Idee auf jeden Fall. Das ist ein definitiv ein Highlight. Ich habe es absichtlich mal abgenommen. Entschuldige. Benötigt Harz. Kleiner Ver... Ach, guck mal, du kannst die Sachen auch so hinstellen. Zumindest den... Ah, okay. Guck mal hier. Okay, mit dem... Zack. Ja, aber der... Das ist ja praktisch. Das ist echt praktisch. Ich hab das gerade hier so abgesetzt, denk mir so, ja, stellst das mal eben kurz hier hin, ey. Und dabei brauchst du die gar nicht da. So, zack. Hammer. Das ist ja cool. Dann können wir wahrscheinlich die mittleren Solarmodule wahrscheinlich auch so draufpacken. Nee. Geht nicht. Das ist ja schade. Aber dass das mit den Kleinen geht, das ist cool. Geht das auch mit den Winddingern? Tatsächlich. Dann haben wir nämlich mehr Platz, weißt du? Okay, wir können auf jeden Fall mit dem kleinen Fabrikator und mittelgroßen Fabrikator herstellen. Dafür brauchen wir einmal Gemisch. Das ist sehr praktisch, weil ich habe jetzt dann den kleinen Fabrikator dabei. Dann nehme ich Gemisch. Können wir uns da oben... Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt halt einfach nochmal einiges an Gemisch und Harz mit, dass wir uns auf dem Mond dann ein bisschen was aufbauen können. Wenn wir den mittelgroßen Fabrikator haben, dann haben wir quasi eigentlich schon alles. Alles oben, was wir oben brauchen, ne? Eigentlich schon. Also ich habe jetzt mal alles an Harz und Gemisch mitgenommen, glaube ich. Was wir hier haben. Mein Rucksack ist voll. Pack nochmal ein Gemisch hier rein. Ja. In den Extraktor. Ich habe ja auch noch Watte hier. Kann auch noch meinen Boden voll machen. Voilà.
dann generieren wir noch ein paar Gemisch. Ja, 4 Stück nochmal oder 3. Kann ich auf jeden Fall tragen, ist kein Thema. Selbst 4 kriege ich hin. Wie gesagt, wir können... wo habe ich das jetzt hin? Wo habe ich dich hingepackt? So, ich habe alles angemischt mit. Wie gesagt, wir können ja auch noch ein bisschen Treibstoff. Naja, Treibstoff dürften wir eigentlich genug haben für die Reise. Ach so, genau. Wollen wir nicht den kleinen Generator noch mitnehmen? Vorsichtshalber. Das können wir machen. Falls wir nämlich keine Energie mehr haben sollten. Dann muss ich noch mal ein bisschen umpacken, weil es ja zum Glück nicht ganz so schwierig. Die Forschung ist wieder was fertig. Ich nehme mal ein bisschen Metall auch noch mit. Man weiß ja nie, wann wir das Metall tatsächlich brauchen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall vollgepackt. Haben wir jetzt hast du jetzt alle Gemisch und alle Harz dabei? Ich würde jeweils eins nochmal zurück, eins nochmal da lassen. Okay, dann nehme ich ein Gemisch, ein Harz, lege ich direkt hier am Extraktor. Also zum Extrahieren halt. Ja, gehst du jetzt wieder zurück, danke. Dann kann ich noch ein bisschen. Also ich habe 4 Kupfer. Ich habe 4 Kupfer und 2 Aluminium dabei. Okay. Ich hole nochmal einmal Dynamit organisch. Und einen kleinen Fabrikator habe ich auch. Ja, ist klar, wir wollen einen anderen Planeten erforschen, und er nimmt Dynamit mit. Freilich. Muss sein. So, ich habe auch ein bisschen organisches Material noch mit dabei. Das, also dreimal, dann können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Strom herstellen, falls es gleich Nacht sein sollte. Ja, und wir haben hier oben halt auch immer noch Platz. Wir haben eigentlich... Ja, wir können aber gerne das zweite Lager mitnehmen, was hier noch steht. Ne? Weil brauchen wir wahrscheinlich sowieso eher da oben. So, wollen wir dann diese Tristesse dieses Planeten hier verlassen? Yep. Lass uns losfliegen. Oh, der erste Kanister. Der erste Kanister ist schon leer, der zweite auch. Aber unser Tank ist noch voll. Und da sind wir in der Umlaufbahn von unserem Planeten. Und als nächstes geht es nach zu unserem Mond. Der wird mit Kark bewertet. So, schauen wir mal, wie viele. Weißt du, was wir nicht mit haben? Was denn? Leuchtfeuer. Aber wir haben ja die dafür, wir haben das Habitat. Ja. Das okay. Habitat sollte gehen. Und außerdem sehe ich hier gerade momentan nur einen. Ja, nee, da ist noch tatsächlich einer. Zwei. Wollen wir zu den Bergen hin? Ja, da ist auch eine schöne Kuhle. Ja, lass uns da mal hin. Ich glaube, mit dem Habitat können wir dann unseren Außenposten so starten, dass er so ähnlich aussieht wie... Früher. Ja, wie, wie jetzt halt auf unserem anderen Planeten. Und da sieht man schon, ich mag den Mond, dass du hier schon direkt die Krümmung vom Planeten, also vom Mond deutlich mehr siehst.
darf ein bisschen näher ran. So. Sehr schön. Dann können wir hier gleich mal das Alarmmodul draufpacken. Und oh, hab eine Drehung drin. Okay, die Drehung bleibt. Okay, hast du einmal gemischt? Kannst du das auf den kleinen Fabrikator stellen? Perfekt. Selbstverständlich. So, ich stelle mal Strom her, damit wir direkt Strom haben. Das ging ja schnell. Ja. Ich wollte nicht forschen, ich wollte auspacken. So, damit haben wir unseren mittelgroßen Fabrikator. Und mit dem können wir jetzt ja auch schon einen Schmelzer, einen Drucker, einen Mineralextraktor, Forschungskammer, Fahrzeugbucht, Treibstoff. Also Forschungskammer fände ich schon mal super, weil ich sehe hier nämlich gerade, dass hier schon zwei große. Ja, dann bräuchten wir nochmal zweimal Gemisch. Kein Thema, habe ich im Inventar. Ich habe sogar noch einmal, also. Das ist jetzt. Forschungskammer, ne? Ja. So, ich habe auch zwei Ladungen. Verbindungen dabei. Ja. Hier ist auch direkt eine Höhle. Das ist sehr gut. Ich packe gleich mal das erste Forschungsobjekt drauf. Ja. 1100 Bytes. Das ist sehr schön. Hier hinten sind auch nochmal drei Forschungsobjekte. In die Richtung, in die du gegangen bist, ist die Höhle. Ja. Ich kann es mir halt erlauben, ein bisschen weiter weg zu gehen, weil ich einen Kanister habe. Einen Sauerstoffkanister. Deswegen mache ich das einfach. So, das Forschen ist natürlich wieder das Wichtigste mit. Und natürlich dann das Lithium noch zu kriegen, auch noch. Genau. Das sind unsere Hauptbegierde hier. Ach, hier sind diese Stachelpflanzen. Und ganz viele Samen. Okay. Ich sollte, glaube ich, mal so ein bisschen mein Inventar leeren. Das ganze Metall und sowas, das wir dabei haben. Ein Drucker wäre vielleicht, glaube ich, irgendwann auch mal nicht verkehrt. Ja, kannst du ja mal gucken, was wir brauchen dafür. Weil Forschungsobjekte haben wir jetzt erstmal genug. Drucker brauchen wir zweimal Aluminium. Hast du dabei? Ja, natürlich. Das ist ja super. Ich wusste, auf dich ist Verlass, Baron. Ja, ich hab mir doch gedacht, es ist sinnvoll, ein bisschen Metall mitzunehmen. Mhm. Also merkt euch, wenn ihr das Spiel spielt, habt immer einen Baron dabei. Der mitdenkt. So, unser Raumschiff ist vollgepackt mit Forschungsobjekten, was gar nicht mal so schlecht ist. Das ist korrekt. So, damit können wir zum Beispiel auch unser Lager erhöhen.
Wir können auch noch eine. Ich hätte auch noch genügend Kupfer für ein weiteres Solarmodul. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Für mich wäre eher noch interessant, ein Schmelzer, glaube ich, oder? Ein Drucker? Hast du jetzt Drucker gemacht, haben wir ja? doch. Ja. Ja, ein Schmelzer wäre wahrscheinlich. Ja, da brauchen wir aber halt erstmal eine. Erstmal neue Plattformen. Mittelgroße Drucker, wo ist die Plattform? Lagerplattform A. Zwei Harz habe ich auch. Ja, dann. So. Kann wahrscheinlich nicht gemacht werden, weil da eben das im Weg ist. Warte mal, dann machen wir das Ganze so. Das hier dran oder was? Nee. Bringt uns auch nicht wirklich viel. Kein Strom mehr. Schalt mal das Ding aus. Mach mal die Blaupause weg. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich mache aber so. Ja, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, indem wir gleich, wir hätten noch mehr eine freie Plattform gebraucht. Ah. Ach, warte mal, Guck mal an. das. Die kleinen Geräte kann man also alle so hinstellen. Dann kommt da mal ein Harz drauf und dann. Ich habe mir jetzt halt ein Harz davon geklaut. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist doch alles gut. Ich habe aber jetzt auch nicht mehr genügend Harz dann, um eine große Plattform herzustellen, aber ist ja auch nicht so wichtig, ne? Müssen wir halt uns ein bisschen auf die Suche nach Material machen. Aber es hat funktioniert, sehr schön. Ja, aber irgendwas wollte ich doch machen, ne? Ja, eine Plattform. Aber Okay. Aluminium habe ich leider keine mehr. Ich hätte nur noch zwei Kupfer. Mineralextraktor. Wir brauchen als allererstes eine Plattform. Wir brauchen als erstes Harz. Ja, hier oben findest du aber, glaube ich, kein Harz, oder? War das nicht irgendwie so? Schwerer als unten. Ja, okay, dann mache ich mich einfach mal auf die Suche. Ich habe ja meinen Sauerstofftank. Ich guck mal oberirdisch, ob da irgendwo. Ich werde mal unterirdisch suchen. Also untermondisch. Ha. Unter Tage, sagen wir einfach mal. Gemisch habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Oh, Gemisch ist gut. Und ich traue diesen Pflanzen hier überhaupt nicht. Nö, nee, ich auch nicht.
aber ich sehe gerade was. Ich sehe es auch. Denn es ist tatsächlich schon wieder vorbei. Ja. Aber hey, wir sind auf dem Mond. Wir sind auf dem Mond und haben unsere erste Mondkrise auch schon bewältigt, indem wir gedacht haben, dass wir nicht genügend Plattform haben. Und hier genau. mit einem schönen Blick auf unsere Heimatwelt, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Ich weiß jetzt nicht, wo der Nexus gerade unterwegs ist. Ich sag auf jeden Fall Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne beim Nexus auch vorbei. Den Link zu seinem Kanal findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Und den Link vom Baron natürlich bei mir, logischerweise. Und dann würde ich einfach sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.